Willkommen. In diesem Video geht es um die optimale Beschaffungsmenge und die optimale Beschaffungsmenge liegt zwischen zwei Extremen. Sie liegt zwischen einer großen Beschaffungsmenge und einer kleinen Beschaffungsmenge irgendwo dazwischen. Deswegen nähern wir uns auch hier dieser Lösung an und schauen uns erstmal an eine große Beschaffungsmenge. Wir schauen uns an die Vorteile und wir schauen uns an die Nachteile. Und dann schauen wir uns an eine kleine Beschaffungsmenge. Und auch hier gehen wir genauso vor. Wir schauen uns an Vorteile und wir schauen uns an Nachteile. Und dann wird deutlich werden, wenn wir das hier abgearbeitet haben, dass die optimale Beschaffungsmenge zwischen diesen beiden Extremen liegt. Denn die große Beschaffungsmenge hat den großen Vorteil, dass wenn wir in großen Mengen bestellen, hohe Preisnachlässe bekommen. Das ist absolut üblich im Handel. Wenn man direkt mal 100 Paletten von irgendwas bestellt, dann kriegt man natürlich einen anderen Preis, als wenn man nur eine Palette oder nur einen Karton von einer Palette bestellt. Und die Preisnachlässe sind in der Tat dann dramatisch. Ja, das ist im Prinzip überall so. Gehen Sie in eine Druckerei, sagen Sie, wollen hier 100 Exemplare, dann kriegen Sie einen anderen Preis pro Stück, als wenn Sie sagen, Sie wollen 100.000 Exemplare. So, das ist also eine Regel, die überall gilt und die gilt natürlich auch hier. Hohe Preisnachlässe, dadurch haben wir Einkaufspreisvorteile und geringere Abhängigkeit vom Beschaffungsmarkt. Das meint, wenn wir einmal eine große Menge eingekauft haben, dann kann uns für eine ziemlich lange Zeit egal sein, was am Beschaffungsmarkt an Preisschwankungen passiert oder an eventuellen Engpässen passiert. Ja, das ist gemeint. Unsere Abhängigkeit sinkt, wenn wir selber hohe Lagerbestände, hohe Vorräte haben. Und damit sind wir auch gleich bei dem Nachteil, denn der hohe Lagerbestand ist natürlich auch ein Nachteil. Hohe Lagerbestände gleich hohe Kapitalbindung. Na, Sie wissen ja inzwischen, wie die Betriebswirte denken. Die nennen das Opportunitätskosten, die Kosten des entgangenen Nutzens. Wenn ich 100.000 Euro in Lagerbeständen stecken habe, dann kann ich damit nichts anderes mehr machen. Und das, was mir entgeht, nennt der Betriebswirt Opportunitätskosten. Man könnte also hier genauso formulieren, hohe Lagerbestände führen zu hohen Opportunitätskosten. Und wenn der Prüfer dann nachfragt, ja wunderbar, was meinen Sie denn damit, kann man genau diesen Sachverhalt erklären. Die hohe Kapitalbindung verbietet, dass ich dieses in den Lagerbeständen gebundene Geld anderweitig nutzen kann und die Profite, die mir da entgehen, sind meine Opportunitätskosten. So, und dann habe ich natürlich auch ein Absatzrisiko und man müsste sagen, ein höheres Absatzrisiko. Denn ein Absatzrisiko habe ich im Prinzip immer, aber hier ist gemeint, dass ich mir mein Lager vollgeknallt habe mit Beständen von Produkt X. Und dann passiert irgendwas und Produkt X ist nicht mehr gefragt. Oder Produkt X ist so, wie es ist, nicht mehr gefragt. Oder es kommt eine neue Sicherheitsanforderung an Produkt X. Oder es wird festgestellt, dass Produkt X Asbest enthält und wird plötzlich verboten. Oder was immer da alles passieren kann. Es ist eine Menge, was passieren kann. Und damit
Mit dem hohen Lagerbestand erhöhe ich mein Absatzrisiko stärker, als wenn ich eh nur kleine Bestände hätte, dann wäre der Schaden logischerweise nicht so groß in solch einem Fall. Also schauen wir auf das andere Extrem, schauen wir auf die kleine Beschaffungsmenge. Und die Vorteile des anderen sind die Nachteile des einen und umgekehrt. Hier haben wir natürlich als Vorteile geringe Lagerkosten. Warum? Ganz klar, wir haben eine geringe Kapitalbindung, brauche ich glaube ich nicht nochmal zu erklären. Dann haben wir entsprechend eine höhere Flexibilität. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir hohe Lagerbestände von Produkt X haben, dann sind wir auch nicht mehr flexibel, wenn sich die Anforderungen an Produkt X zum Beispiel ändern oder Produkt X verboten wird oder was immer passiert. Ja, wenn wir sowieso nur kleine Mengen von Produkt X haben, können wir sagen, okay, dann müssen wir das eben wegschmeißen und beziehungsweise ordnungsgemäß entsorgen natürlich und dann können wir vielleicht umschwenken auf das Neue, was sich gerade ergibt. Also wir haben eine höhere Flexibilität und wir haben ein geringeres Risiko, ein geringeres Absatzrisiko. Übernehmen wir es ruhig hier von der rechten Seite. Na, wo wir hier ein hohes Absatzrisiko haben, haben wir hier ein geringeres Absatzrisiko. Sie merken schon, wenn man sich die eine Seite einprägt, kann man sich die andere sehr schnell herleiten, indem man quasi die Vorzeichen umdreht. Nachteile sind die hohen Bestell- und Transportkosten. Sie kennen das auch aus privater, eigener Erfahrung. Wenn Sie eine größere Bestellung aufgeben, dann je nach Versandhändler unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Aber dann kann es sein, dass das alles in ein Paket gepackt wird und Sie einmal Versandkosten zahlen. Wenn Sie alles, was im Paket drin ist, zeitlich versetzt bestellen, heute, morgen, übermorgen, zahlen Sie jedes Mal Versandkosten und genau das Gleiche gilt hier auch. Na, kleinere Beschaffungsmenge bedeutet, dass Sie öfter bestellen. Das heißt, Sie haben öfter Bestellkosten, damit insgesamt höhere Bestellkosten und Sie haben öfter Transport, damit auch höhere Transportkosten. Sie haben keine Vorteile, ja, das ist das Gegenteil von hier, hohe Preisnachlässe. Hier haben Sie, weil Sie nur kleine Mengen bestellen, eben keine Preisvorteile oder jedenfalls keine großen, auf jeden Fall nicht so große wie hier. Und Sie haben Engpässe bei Beschaffungsproblemen. So, also auch wieder hier das Gegenteil von geringer Abhängigkeit vom Beschaffungsmarkt, hier eine hohe Abhängigkeit vom Beschaffungsmarkt und gegebenenfalls Engpässe. So, damit sehen wir, dass die optimale Beschaffungsmenge zwischen den beiden Extremen liegt. Wir müssen also Vor- und Nachteile von jeder Seite sozusagen ausgleichen. Und das Prinzip der optimalen Beschaffungsmenge, das ist das Thema dieser Mindmap, das Prinzip der optimalen Beschaffungsmenge ist Summe der Bestell- und Lagerkosten. Von dieser Summe der Bestell- und Lagerkosten wollen wir das Minimum erreichen. Ja, also wir minimieren die Bestell- und Lagerkosten aufsummiert. Ja, wir liegen also zwischen diesen beiden Extremen. Noch einmal, eine kleine Beschaffungsmenge bedeutet hohe Bestell- und hohe Transportkosten. Eine große Beschaffungsmenge bedeutet
geringe Bestell- und geringe Transportkosten, weil wir nur einmal bestellen in 5 Monaten, aber dann direkt auch eine riesige Menge, heißt aber hohe Kapitalbindung gleich hohe Lagerkosten. Das heißt, die beiden Kostengrößen sind gegenläufig. Ja? Kleine Beschaffungsmenge bedeutet hohe Bestellkosten, aber geringe Lagerkosten. Und bei der großen Beschaffungsmenge ist genau umgekehrt. Kleine Bestellkosten, hohe Lagerkosten. Fassen wir das nochmal hier zusammen. Kleine Beschaffungsmenge heißt vom Prinzip her, um jetzt die Dynamik hier zu verstehen, wie wir zur optimalen Beschaffungsmenge kommen, heißt hohe Bestellkosten. Ja, ich fasse jetzt Bestell- und Transportkosten zusammen unter dem Begriff Bestellkosten. Ja, hohe Bestellkosten, geringe Lagerkosten. Und große Beschaffungsmenge heißt geringe Bestellkosten und Transportkosten. Da fasse ich auch wieder zusammen. Geringe Bestellkosten, hohe Lagerkosten. So, und deswegen muss die Summe der Bestell- und Lagerkosten minimiert werden. Ja, das ist das Prinzip der optimalen Beschaffungsmenge, können wir jetzt oben drüber schreiben, nachdem wir uns diese Dynamik hier erarbeitet haben. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.